Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich an einem ganz besonderen Ort. Ich besuche heute nämlich den Rainer Wolf in seinem Filmstudio, Filmmaker Heaven. Absolut genial, was der hier hat. Und wir gehen jetzt einfach mal rein, suchen den Rainer und schauen mal, ob der uns nicht sein Studio zeigt. In diesem Sinne, wir öffnen die Türe und da kommt er auch schon um die Ecke. Was für eine Überraschung, schon, ne? Hi. Der Rainer in seiner eigenen Firma, den hier anzutreffen. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Ja, schön, dass ihr da seid. Und ich nehme euch mal mit nach hinten. Kommt mal mit. Genau, gehen wir ins Studio. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Ja, hier ist das Filmstudio, wo wir unsere ganzen Produktionen machen, wo ich halt ja den einen oder anderen Auftrag umsetze, aber auch meine Tutorials filme. Das Schöne ist, wir haben hier verschiedene Flächen. Wir haben hier einmal den Grundbereich und vor allem, wir haben natürlich Platz. Das ist ja das Schöne im Filmstudio. Früher mussten wir uns immer ein bisschen behelfen, wo stellt man das ganze Zeug auf. Und hier haben wir halt Platz, wenn man mal was aufstellt, kann es erstmal stehen bleiben. Hier hinten haben wir noch so einen höheren Bereich. Der geht bis 7 Meter hoch. Das ist eben das Schöne, man kann ja mal ein bisschen höhere Aufbauten machen oder man kann mal so mit anderen Kamerawinkeln hier filmen, wo das Ganze dann einfach, wo man Perspektive braucht und Weite. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall Platz vor allem. Und natürlich, wir haben equipmentmäßig eigentlich alles das da, was man in so einem Filmstudio braucht. Ich nehme euch mal mit, so einen Blick hinter unsere Molton-Vorhänge. Übrigens auch ganz wichtig, so ein bisschen natürlich, um den Schall zu isolieren, so diese schwarzen Vorhänge hängen hier überall. Und das ist eigentlich eine sehr praktische Geschichte, um einfach erstmal eine gute Akustik zu kriegen. Hier ist unser bestens sortiertes Lager, inklusive Requisiten noch von dem einen oder anderen Filmdreh von vor einiger Zeit. Okay, an der Sortierung müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber ihr findet hier quasi alles. Ihr verschiedene Gimbal-Systeme, Stative und natürlich auch Objektive, Akku-Packs, ganz wichtig, wenn man gerade auch mal ein bisschen mobile filmt, irgendwelche Haserspray-Geschichten, um einfach ein bisschen Stimmung in die Bilder zu bekommen. Wir haben natürlich auch noch eine Nebelmaschine, aber gerade wenn man eben auf die Schnelle ist, so Haserspray ganz praktisch. Verschiedene Licht-Setups, Funktechnik, hier überhaupt generell Audiosysteme. Also eigentlich ist alles das hier, was man braucht. Also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass hier jemand hingekommen ist und gesagt hat, hey, ich brauche jetzt genau die Schraube oder den Adapter für die folgende Einstellung. Also eigentlich sind wir hier bestens sortiert. Ja, und natürlich verschiedene Slider-Systeme. Wir haben jetzt hier noch so Motorsysteme, so Motorslider mit Arc-Modul. Da kann man halt ganz gute Parallax-Geschichten mitmachen, zum Beispiel mit dem Rhino-Slider hier. Ja, verschiedene Reflektoren, alles das, was man halt im Filmset braucht. Und natürlich ganz wichtig, die Filmklappe. Ja, das war jetzt der Express-Durchlauf durch unser Filmstudio. Na Silas, macht Spaß hier, glaube ich, zu filmen. Ich glaube, hier kannst du dich austoben. Und du hast noch jemanden vergessen. Ich habe jemanden vergessen, genau. Wichtigstes Mitglied bei uns hier, unser Firmenhund Apple. Ach, wie konnte ich ihn vergessen hier im Regiestuhl. Er liegt hier ganz gechillt und überwacht hier unsere Tätigkeiten. Ja, und generell hier noch so eine Chill-Out-Ecke. Ne? Wenn man sich mal ein bisschen besprechen möchte im Film oder einfach mal zwischendurch eine Pause braucht, ist das hier eigentlich eine ganz gemütliche Sitzecke. Nicht zu unterschätzen, auch Catering beim Film ist ja immer wichtig. Ne? Also mit vollem Magen kann man besser arbeiten oder besser gesagt, wenn man hungrig ist, kann man nicht arbeiten. Insofern auch ganz wichtig mal die ein oder andere Pause zwischendurch. Ja, das war so der Express-Rücklauf. Läuft? Ja, läuft. Brauchen wir noch die Klappe? Ja. War die laut genug? Ja. Nochmal. Mein Gott. Sollte klappen. 4K Production. 4K Production, ja, genau. Ja, wir sehen gut aus. Wir sehen sowas von gut aus. Ja. Gut.
Rainer, du warst letzte Woche mit dem iPhone 11 unterwegs, das erste Mal so für dich. Frisch angekommen, ja, genau. Frisch angekommen. Und ist ja schon krass, was die Kameras inzwischen können. Ja, echt heftig, muss ich echt sagen. Also es ist schon, ich habe das iPhone 11 Pro quasi direkt, kam es hier an, ich habe es direkt vom UPS-Wagen geklaut und dann bin ich ein paar Tage am Tegernsee damit gewesen. Ohne Gimbal, ohne irgendwelches Zubehör und die Qualität ist schon Hammer, muss ich sagen. Also Welten im Gegensatz zum Vorjahr. Und ich habe ja ein bisschen Material bei mir davon auch im Kanal veröffentlicht und ich kriege auch entsprechendes Feedback jetzt darauf. Also die Qualität wird echt immer besser von den Smartphones. Ne? Also ich bin fasziniert, muss ich sagen. Und was denkst du, macht diese Kamera vom iPhone 11, was macht die im Profibereich oder hat die was im Profibereich verloren? Ich glaube schon, also tatsächlich, weil es ist halt so schön einfach. Man braucht nicht ein riesen Setup mit sich rumschleppen, man braucht nicht großartiges Rig oder irgendwelche Slider-Schienen-Konstruktionen und sonstiges. Man hat halt das Equipment immer bei sich dabei. Man ist so also viel flexibler, gerade wenn man irgendwelche Action-Events filmen möchte oder ja irgendwo da, wo man eben mit kleinem Equipment agieren muss, weil die Bildqualität ist einfach ausreichend in großen Teils der Fälle. Klar, es ist jetzt nicht irgendwie, wenn man jetzt mit einer RED vergleicht oder so, sind natürlich noch Welten dazwischen oder... Ja. Ne, das kann man nicht vergleichen, aber die Frage ist ja auch, ich sag mal, in 90% aller Fälle reicht die Qualität ja eigentlich auch vollkommen aus. Und was will man damit zeigen? Oder ich sag mal, für einen guten Imagefilm, für eine Firma zum Beispiel, da muss es keine Kinoqualität sein. Und ich denke mal, das iPhone von der Qualität ist völlig ausreichend da mittlerweile. Ne? Ich meine, du hast mir vorhin ein bisschen Footage gezeigt. Gestern hattet ihr ja einen Dreh in diesem Studio. Genau, wir haben ein Musikvideo hier gedreht für einen Hip-Hopper. Und das komplett halt auch mit dem Smartphone. Ne? Ja. Ihr habt das mega aufgerickt. Also ja, genau. Also wir haben da natürlich so einen DOF-Adapter davor gepackt, das Ganze in so einem Beast Grip Cage. Also es sah schon ziemlich spektakulär aus. Wir haben also ganz normale Canon-Objektive vor die Smartphone-Linse gepackt. Also das haben wir natürlich schon ein bisschen aufgemotzt dann da. Ne? Ja. Aber wir haben auch einzelne Sequenzen, da haben wir dann einfach wirklich direkt mit dem iPhone gefilmt, vielleicht noch eine Aufsatzlinse davor und das war's dann. Also um einfach auch zu zeigen, was halt heutzutage geht. Gerade im Thema Musikvideo. Ich sag mal, da muss es nicht irgendwie immer die teure Cinecam sein. Ja, klar. Genau, also wir können eigentlich festhalten, dass einmal Profikameras werden, Profikameras bleiben. Klar. Die werden immer ihre Berechtigung haben. So für den, sage ich mal, den angehenden Semi-Profi kann es durchaus eine Option sein, auch um Produktionskosten zu sparen vielleicht. Und wie gesagt, es ist halt einfach. Man kann halt, wenn man, ich sag mal, wenn man irgendwelche Naturfilme macht oder sonstiges, du brauchst nicht irgendwie das Riesenequipment mitschleppen. Man überlegt sich halt. Ich meine, wir haben ja auch die professionelle Kamera hier stehen. Aber ich überlege halt wirklich jetzt vor jeder Produktion, hey, soll es denn die Red sein? Und wenn ich dann so dann die schweren Gimbal-Systeme und so sehe, dann ja, überlege ich halt wirklich tatsächlich jetzt vor jedem Dreh, was nehme ich mit? Ja. Ich meine, klar, man kommt bei dem Kunden an und hat ein Smartphone in der Hand. Ne? Ich meine, das ist ja natürlich auch immer so eine Geschichte der Akzeptanz. Ne? Weil wenn der Kunde sagt, so, hey, okay, Smartphone toll, wo ist denn dein Filmequipment? Ja. Ne? Es ist natürlich so eine Geschichte. Ich meine, wenn du zum Beispiel für so einen Auftrag natürlich mehrere tausend Euro kriegst, letztlich dann irgendwo und dann kommst du mit dem Handy an und filmst dann da, sieht natürlich erstmal unprofessionell aus. Ne? Ja, genau. Ich denke aber schlussendlich ist dann immer doch der hinter der Kamera ist. Ich meine, irgendwann kommt vielleicht die Akzeptanz, weil ich denke halt auch, du kannst jemandem ein Smartphone in die Hände drücken und sagen, hier, film damit. Aber wenn der keine Leidenschaft hat, kein Gefühl fürs Bild, das ist ja immer so. Es kommt ja letztlich immer auf denjenigen an, der hinter der Kamera steht, als auf das System als solches. Weil es bringt ja nichts, wenn du dir immer die neuesten Kamerasysteme kaufst und dann nicht mehr umgehen kannst. Ne? Ja. Also ich sag mal, so einfache Sachen der Bildkomposition, was weiß ich, wie filme ich halt, wie halte ich die Kamera, da kommt es ja letztlich dann drauf an. Und da kannst du eine Riesenkamera dabei haben und es trotzdem versemmeln dann halt. Ne? Genau. Und also die... sage ich mal, Amateurkameras, so die normale Digicam, die kleine, du hast ja jetzt eine Alpha 6000, wie viel gekauft? Ich habe mir jetzt eine kleine 6400er gekauft, um eben meine Anmoderation im Urlaub zu filmen, wo ich dann mit dem iPhone filme. Letztlich hätte ich das auch mit dem iPhone filmen können, ne? Klar, genau. Sicher. Ne? Also, die Daseinsberechtigung ist halt die Frage der kleinen Kameras. Also der niedrigpreisige Bereich, was Kameras angeht, ich denke, da müssen die Kamerahersteller in Zukunft echt schauen, dass sie überhaupt noch da Marktanteile haben, oder? Ja, gerade vor allem auch die Lowlight-Fähigkeiten der neuen Smartphones, die sind ja echt schon klasse. Man kann ja zum Beispiel, ich glaube, beim neuesten Samsung-Handy zum Beispiel, kannst du künstliches Bokeh in deine Videos einrechnen und das sieht gut aus. Ja. Also, ich sag mal, da war vor Jahren noch nicht dran zu denken. Ich meine, den Porträtmodus kennt ja jeder, auch vom iPhone halt. Und da kannst du halt bei deinen Fotos nachträglich so ein bisschen Bokeh reinpacken, das sieht toll aus. Aber mittlerweile geht es eben auch bei Video. Und die Technik geht da ja immer weiter, die intelligente Technik. Und da sehe ich jetzt die
dass sich bei den Kameraherstellern so nichts in diesem Bereich tut. Die setzen halt auf Optik, auf Sensor, aber auf künstliche Intelligenz sehe ich jetzt noch nicht so in dem Bereich. Ich meine, wie siehst du das? Nee, also was du hast eigentlich so die klar getrennte Schiene. Einmal hast du hier die Handys und die sind natürlich stark auf Software ausgelegt. Also man muss jetzt vielleicht nicht mal unbedingt das beste Objektiv haben an so einem iPhone. Ich meine, es ist ja auch so klein, da kann nicht ganz so viel... Ist klar, ne? Ich meine, es ist ja schon baumäßig bedingt, dass da natürlich nicht so viel reinkommen kann wie bei so einem großen Objektiv. Genau. Aber okay, aber die retten das über die Software-Geschichte halt. Dann genau, so ein bisschen, ne? Richtig. Das ist ja das, was das Smartphone ausmacht, dass ich HDR berechnen kann. Ich halte meine Kamera wirklich hin und das Bild ist top belichtet. Also da habe ich eine andere Kamera, da ist der Himmel dann abgebrannt und es sind halt viel mehr manuelle Sachen, die ich einstellen muss, um, sage ich mal, zum gleichen Ergebnis zu kommen. Das ist halt die Sache, es ist einfach. Man kann sich halt wirklich auf das Bild konzentrieren, was man eben filmt und muss sich nicht mit der Technik so viel rumschlagen. Das ist halt das, was ich toll finde. Ich sehe irgendwo ein cooles Motiv, wenn ich unterwegs bin und möchte es mal eben schnell festhalten. Und wenn es irgendwie, ich sag mal, ein Ballonstart ist oder irgendwie eine Szene, die jetzt gerade stattfindet, wo du nicht eben großartig erst überlegen kannst, ne? Was brauche ich auch, wo du jetzt halt filmen musst. Ich meine, klar, wenn du einen Auftrag hast oder so, dann weißt du ja, okay, es erwartet mich, man kann sich darauf vorbereiten so ein bisschen, aber manchmal sind es ja auch so die spontanen Shots, die es dann halt ausmachen. Dann, ne? Genau, ja. Und jetzt das neue iPhone 11, wenn man mit dem unterwegs ist, so spontan filmt, denkst du so Aufschraubobjektive, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier das iPhone 10, habe ich mir jetzt neu gebraucht gekauft, ich habe hier diese Hülle. Genau, ja, du hast die Objektivhülle noch von uns. Genau, ich habe die Objektivhülle, ich kann Objektive draufschrauben, finde ich cool, weil ich dadurch nochmal ganz andere Möglichkeiten brauche. Jetzt hat das iPhone 11 hier, hat jetzt schon drei Linsen da, ne? Spielt es überhaupt da noch eine Rolle, so Aufschraubobjektive? Habe ich auch erst gedacht, dass dies eben keine Rolle mehr spielt, weil jetzt hat man ja halt drei Linsen, das neue iPhone 11 Pro hat ja jetzt noch so eine Ultraweitwinkellinse dabei. Mhm. Aber tatsächlich, die Objektive haben nach wie vor eine Daseinsberechtigung, weil das neue Ultra-Weitwinkel, finde ich, hat einen sehr großen Winkel. Ist für meine Zwecke oftmals schon zu groß. Mhm. Dann ist hier kein Bildstabilisator drin. Also bei den anderen zwei Objektiven ist halt einer drin. Mhm. Und die Lowlight-Fähigkeiten von der Ultra-Weitwinkel sind nicht so toll. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel gerade im Lowlight-Bereich ein bisschen weitwinklig filmen möchte, braucht man, finde ich, eine Aufsatzlinse, um dann eben, sag ich mal, noch diesen weiten Winkel mit viel Licht dann noch zu bekommen. Und einfach generell, schaut es euch dann auf jeden Fall auch selber dann gerne mal an. Aber ich finde, der Winkel ist einfach zu weit von dem Ultraweitwinkel. Man hat auch stürzende Linien dann entsprechend. Und klar, das ist toll, also gar keine Frage. Da hat Apple echt was Klasse was gemacht. Aber es gibt durchaus noch Daseinsberechtigung halt für so Aufsatzobjektive. Mhm. Klar, kann man natürlich sagen, weil wir sie verkaufen wollen. Klar. Aber wie gesagt, einfach mal wirklich ausprobieren. Oder auch zum Beispiel die Telelinse. Wenn ihr noch mehr Bokeh haben wollt, setzt die Telelinse auf die normale Linse, dann habt ihr ein besseres Bokeh, als wenn ihr mit der Telelinse direkt halt filmt mit dem Smartphone. Ja. Reicht, im großen Teil der Fälle reicht es aus, klar. Ist halt so das letzte Quäntchen, was man auch vielleicht so rausholen möchte. Ne? Und in der Regel reicht so ein Gerät aus, man braucht nicht mehr. Mhm. Also du brauchst kein Gimbal, du brauchst nichts mehr, weil die Bildstabilisierung ist klasse. Also ich bin damit einfach so durch die Gegend gelaufen, ohne jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwie den Ninja Walk zu machen oder irgendwie sowas. Also ich habe einfach draufgehalten und gefilmt und ich finde, das sah gut aus. Also völlig ausreichend eigentlich. Ne? Das heißt, um das Ganze zu schließen, wir können eigentlich einteilen, es gibt einmal die Profi-Kategorie, die wird immer Profi-Kategorie bleiben. Klar, auf jeden Fall, natürlich. Dann gibt es so den Semi-Bereich, der wird irgendwo noch da bleiben, aber da kann der verwischt so, ne? Der verwischt so. Und der Amateurbereich, gerade was die kleinen Kameras angeht, Digicams oder so eine Alpha 6300, das längerfristig wird es da echt schwierig für die werden. Ich glaube auch. Alleine wie viele Leute da bei den großen Firmen, bei Google und Co., da sitzen 1000 Leute, die machen nichts anderes, als an der künstlichen Intelligenz für die Kamera zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, dass bei Sony sitzen keine 1000 Leute, die sich da um den Chip dann kümmern und so. Ja. Ne? Und ich glaube deswegen, also es wird sich über kurz oder lang, glaube ich, erledigen. Genau. Höchstens die Kamerahersteller sagen halt, hey, wir fangen jetzt an, eine Symbiose einzugehen. Glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, das wird's. Ich glaube nicht. Also ich glaube, wie gesagt, die Profikamera-Sektion auf jeden Fall, keine Frage. Mhm. Ich glaube nicht, dass so viele Hollywood-Filme demnächst mit dem Smartphone gedreht werden, auch wenn natürlich jetzt propagandamäßig so einige hervorgehoben werden. Aber das wird ein Sektor bleiben, da wird das Smartphone nicht einziehen, ganz klar. Mhm. Also nicht in den nächsten 10 Jahren, glaube ich. Und, aber wie gesagt, oftmals für die meisten Anwendungsfälle wird es demnächst reichen. Und die Qualität wird ja immer besser. Also allein der Sprung vom letzten Jahr zu diesem Jahr bei einem iPhone-Kamera. Es sind Welten, die dazwischen liegen. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Entwicklung wird stetig weitergehen.
Cool, dann Rainer, danke für, sehr gerne, für den Austausch. Du als Profi-Smartphone-Filmer. Jederzeit wieder. Genau. Und schaut auch auf alle Fälle mal auf dem Rainer seinen Kanal vorbei. Wolf-Films. Würde mich freuen. Ja, auf, nee, Rainer Wolf, einfach Rainer bei Wolf, YouTube. Genau. Einfach mal bei Rainer Wolf in meinem Kanal schauen. Da erkläre ich so ein bisschen was rund um die Smartphone-Filmerei. Da haben auch so ein paar Cases, einfach Anwendungsfälle gezeigt. Ich nehme euch quasi mit, so Job-Shadowing-mäßig zu meinen Filmprojekten und zeige euch einfach mal, wie man da mit dem Smartphone filmt. Und gebe euch so einfache Tipps und Tricks. Würde mich freuen. Ja. Link ist in der Beschreibung und wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Ciao.